Ding, theoretisch müssten wir wirklich mal nachgucken, ob wir nicht mal angreifen. Da müsste man einfach mal sonst doch die Nachbarn angreifen. Wir könnten das Squad eigentlich mal vergrößern. Dann fehlen halt noch ein paar. Nein. Muss ich einfach mal machen. So. Zwerge zuweisen. Irgendwelche Sachen, die wir vielleicht nicht so dringend brauchen. Ach, guck mal hier. Ihr seid doch sowieso als Söldner angestellt, oder? So, nehmen wir dich. Und dich. Hier noch mehr Söldner. Oder nur die. Und wer auch immer sie. Ach, schade, springt wieder hoch. Animal Caretaker. So, jetzt haben wir hier 10. Sein Push sind 10 noch. Moment. Noch ein Caretaker. Back to Squad. Hier sind ja Zähne drin. Das heißt aber, wir müssten jetzt den Schedule ändern. Edit. Das ist jetzt der 7er Train. Dann Editing. Und dann haben sie jetzt alle hier. Hier Edit. So. Dann Editing. Edit. Das nicht machen? So, at least 7 Twain. Okay. Jetzt habe ich's. Copy. Das paste ich jetzt überall rein, weil ich sonst bestimmt überall versaut habe. So, fertig. Genau, 7 Leute trainieren. Perfekt. Okay. Ein neuer Name. Der Bergdoktor. Das ist doch eine Sendung auf dem ZDF gewesen, oder? Muss ein richtig altes Semester hier sein. Komm, dann machen wir. Nee, ich kann ja kein Elf benennen. Es geht ja um benenne einen Zwerg. Was nehmen wir denn? Ach komm, das ist der Arzt, ne? Wo haben wir denn unsere Ärzte? Hier ist ein Arzt. So, und dann haben wir Berg Doktor. So, fertig. Haben wir noch einen neuen Arzt? Wenn es mehrere, ne? Wir haben mehrere Ärzte. Das ist ein Doktor, Tavernkeeper, Diagnost. Das fällt mit unter Ärzte. Oh, das ist dann. Fertig. Da haben wir das auch abgeschlossen. Irgendwas müssen die Kanalpunkte hier ausgegeben werden. So. Okay, glückliche Novels. Mehr oder weniger. Wieder Grundprüfung. Essen, trinken, alles da. Nächstes Problem ist immer noch.
Wir haben noch vier unglaublich unzufriedene Zwerge. Alter, und wir haben unten noch das Problem mit dem Schlafzimmer. Und ich habe ihn doch gar nicht zugewiesen. Zone. Schlafzimmer. Multi. Da. 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 So. Die Multi-Zuweisung funktioniert irgendwie so. Doppelklick drauf und dann wird der gesamte Raum, glaube ich, ausgewählt. Dann. Das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Schlafzimmer mehr. Noch ein. Noch habe ich ein paar Zwerge. So, mal gucken. Irgendein Stown, einen besonderen Wunsch, ne? Sonst machen wir den einfach einen Stone-Cutter raus. Warum auch nicht? Das ist dann Henry Henderson. Henry Henderson. Kenwissen. Ich sollte schon richtig tippen. So. Da ist der Henry. Ich hätte ihn auch ins Militär packen können, ne? Die Militärleute, die sieht man wenigstens immer öfter. So ein Stormcutter verschwindet gerne mal irgendwo in seiner Werkstatt und man sieht ihn nie wieder. Sehr gläubige Zwerge auf alle Fälle. Wir haben also nichts zu tun. Wir können die Sachen auch nicht wegräumen. Weil da ist kein Platz mehr. Wir könnten mehr Militär anlegen, also noch ein zweites Squad, um die Nachbarn zu ärgern. Wir können auch erstmal wenn wir schon mal hier sind. Würde ich noch gern ein paar Fallen bauen. Wenn wir draußen noch ein paar Bäume fällen, notfalls um ein paar Elfen zu ärgern. Vielleicht kommen sie dann, wenn wir einfach noch mal 100 Bäume umhauen. Sonst im Spiel, wenn man so eine Elfenkarawane hat, dann zwingen sie einen immer und sagen immer, wehe, du fällst mehr als 100 Bäume, sonst kommen wir vorbei und machen dich platt. Und dann fällt man mehr als 100 Bäume und dann geben sie einem noch mal Aufschub. War schwer enttäuscht von den einen Elfen. So. Aber das, es müssen Mechanismen und sowas wenigstens erstmal gebaut werden. Mir fällen hier ein paar Bäume. Guck mal, hier drin haben wir jetzt auch schon wieder Bäume. Alles hier am Rand einmal weg. Hier auf der Seite vielleicht auch. So, und dann müsste jetzt eigentlich irgendwann der Dings loslaufen. Man wählt das nicht den Typen aus, sondern man wählt das Squad aus. So, Haken setzen. Equipment. Man wählt eine neue Uniform. Oder man edit eine neue Uniform, wie auch immer. Einen Namen eingeben. Dann gibt es die. Warte, wir können das mal. Ich habe halt die eine überarbeitet. Ich habe jetzt hier zugewiesen, zum Beispiel Standard. Wenn ich jetzt auf Standard gehe, wird das nochmal neu zugewiesen. Und dann stehen sie da. Und du kannst auch in die Details gehen. Und die halt auch hier rüber sonst einstellen und neu speichern. Bei mir tragen sie die Schuhe. Die beiden halt nicht. Weil ich noch nicht genug Schuhe hergestellt habe. Ab. Das zeigt halt nur an, ob sie, ja, genauso wie die Wasserflaschen und Rucksäcke, die habe ich nie hergestellt, deswegen haben sie sie nicht. Hier wird nur angezeigt, dass sie es nicht tragen, weil ich die Cloak nicht habe. Du müsstest jetzt... Details. Zwei zugewiesene Items. Ja, die Farbsichtschwäche. Stimmt, das ist auch gelb, nicht grün, ne? Deswegen sind da die Punkte drunter. Jetzt müssen wir herausfinden, was die... Nein, das ist ja auch zugewiesen und die tragen nicht getragen. Jetzt hat das. Die holen sich das gerade, wenn es gelb ist. Anscheinend, weil es ist ja grün gesprungen. Also wahrscheinlich den ersten von den zwei Schuhen hat er schon an. Und den zweiten muss er erstmal suchen, weil der fünf Kisten weiter liegt.
Oder vielleicht habe ich auch nur einfach nur linke Schuhe hergestellt und den rechten finden sie nirgends. Weil zumindest die Handschuhe sind umgesprungen. So, ich nehme jetzt ihn hier. Du hast theoretisch beides. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Bei Shane kann ich gucken. Shane, unser erster, oder den Goblin Slayer, denen fehlen die Schuhe. So, Soldaten irgendwo ganz unten. Nicht ganz unten. Wo ist Shane? Da ist Shane. Angucken. Items. Er trägt zumindest kaputte Socken. Eisenschild, Eisenaxt, Schuhe, Gauntlet, Gauntlet, Axt. Er hat Bier in seiner Wasserflasche mit bei, sehr wichtig. Schild, Amulette, Ringe und so weiter. Brustplatte, Mailshirt, Helm, Ring, ganz viele kaputte Klamotten. Heißt das, weil er Socken trägt? Er trägt noch die anderen Schuhe, vielleicht deswegen. Trägt aber nur den linken. Ne, da ist der rechte Schuh. Okay, sie tragen es wirklich nicht. Was jetzt? Achso, Geschichten geteilt. Ich dachte gerade schon, wieder irgendwas passiert und ich habe es verpasst. Petitionen. Nein. Brauche nicht noch mehr Entertainer. Immer noch nicht. Okay. Meine Vermutung bleibt es mal dabei, dass das an den Socken liegt, Schuhen liegt. Doch? Okay. Ich weiß, dass zumindest beim Militärequipment war es ja früher ein Problem. Wenn sie erst das Mailshirt anhatten, konnten sie danach keine Breastplate mehr anziehen. Oder wenn sie sich die Hut übergestreift hatten, ging kein Helm mehr. So war das ja sonst. Ich weiß nicht, wie es beim Ausziehen diverser Klamotten ist. Ob sie normalerweise Socken, klar, behalten sie ja an und dann die Stiefel drüber. Aber die normalen Schuhe müssten sie ja ausziehen. Kann ich jetzt aber nicht so genau was zu sagen. Warum das hier jetzt gerade nicht so tun, wie sie sollten. Wo sind sie alle rum und haben die Sachen geholt? Im Quarzstars Workshop wird jetzt auch zum Beispiel Ork Quarz. Repeat. Warum sind. Ne, der Job ist noch da. Der nicht mehr. Wird er denn ausgetauscht? Wir haben gefühlt viel zu wenig Rockquarz. Nur die dritte Kiste wird gerade angefangen. Das heißt ja nichts. So, die Meeting Hall brauchen wir nicht mehr. Diese Halle brauchen wir auch nicht mehr. Das heißt, wir brauchen auch die Möbel hier auf dem Gang nicht mehr. Und ihr könnt das jetzt alles schön unten im Keller irgendwo machen. Noch eine Petition. Nein. Nein, nein. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. So, die Möbel könnt ihr nirgendwo hinbringen, weil das Stockpile voll ist. Die Sandbeutel sind auch hier drin gelandet. Ich dachte, die kommen woanders hin. Als nächstes. Müssten wir eigentlich noch mal den Rest hier von den Möbeln machen, ne? Damit das hier vernünftig aussieht. So, und zwar selbe Problem. Machen wir einfach hier. Halt so braun. Ich finde den schwarz oder weiß halt eigentlich besser, aber wir haben jetzt keinen Marmor oder sowas gefunden. Da muss auch das hinhalten. Muss nur noch gucken, was ich gut, die anderen Tische und Stühle packe ich nachher einfach in die Schlafzimmer von irgendwelchen Leuten rein.
Kann auch so einen auf Mikromanagement machen und allen Leuten die Sachen geben aus dem Material, das sie am liebsten haben. Dann senkt das den Stress nochmal. Aber, boah, nee. Kalb ist verhungert. Also sowas ist halt nicht so ganz meins, dann das so übertrieben zu machen. Was haben wir jetzt hier? 2, 4, 6, 7, 14, also nachher 28 Plätze. Ist nicht viel bei 84 Zwergen. Alarm. Snatcher schon wieder. Da ist er schon wieder. Wollte ich gerade MA machen, also geht das nicht. So, du jetzt einmal bitte Station dort. Na, oh, ihr sollt mal kämpfen. Cancel an order, does not affect schedule order. Okay. Auflösen. Wieder einen neuen Snatcher gefangen. Warum auch nicht? Ein Snatcher ist kein Snatcher. Jetzt haben wir fünf, die alle hier drinnen liegen. Wir brauchen da eigentlich einen neuen Stockpile immer noch wieder. Fehlt jetzt eigentlich irgendwas im Krankenhaus? Ja, die Seife. Und Powder. Wir haben doch Powder hergestellt. Wir haben doch mal einen Job für Powder. Make Plaster Powder. Der Job ist doch da. Fehlt irgendwas? Nein. Wird Powder woanders jetzt hergestellt? Joachim, hallo. Ich glaube, du findest hier niemanden, der Nein darauf antworten würde. Also ja, natürlich. Gibt es im Powder was sonst auch? Beim Craftsmiths Workshop oder nicht? Danke fürs Follow. Richtig. So bei Craft. Beim Stoneworker wird es nicht sein. Oder? Gibt's so beim Stoneworker? Wo war das nochmal? Bin mir sicher, es ist sonst beim Dings gewesen. Weil war früher beim Crafts war, oder? Ich habe ich das nicht in der letzten Festung. Ich hatte nur diese komische Produktionsreihe mit allem möglichen Scheiß da drin. Jetzt finde ich das nicht wieder. Das brauchen wir ja eh nicht. Da haben wir sowieso schon alles. Muss ich das in einem Quern kaputt drücken? Nein, musste ich auch nicht. Das ist für allen möglichen Scheiß, aber nicht dafür. Furnace ist einfach nur zum Brennen, da kriege ich dann die Asche auch her für nachher für Seife und sowas. Die Ashery brauche ich aber auch nicht dafür. Ich bin mir sicher, es war damals beim Crafts Dwarfs Workshop. Und im Crafts Dwarfs Workshop? Finde ich den Job aber nicht. Powder. Powder. Steht das beim Job bei? Hier soll man nachgucken. One Shop. Ja, sag mir welchen. Eine Condition. Max Activation of the Work Order depend on the state of another Work Order. Nein. Ich habe tatsächlich vergessen, wo das Powder hergestellt wird.
Oder es wurde halt wirklich geändert.